sind gerade gemeinsam durch diese grüne Tür gegangen, die uns in gewisser Weise in die Geschichte und auch in meine Geschichte führt. Diese Tür gehört zur Synagoge, zum Bethaus in Lahn-Dateia. Lahn-Dateia ist der Ort in Niederösterreich im Weinviertel, wo ich geboren und aufgewachsen bin. Und dieses Bethaus ist heute schon lange kein Bethaus mehr. Doch es ist das, was in gewisser Weise den Anstoß gegeben hat, wenn auch indirekt, mich mit der jüdischen Gemeinde von Lahn-Dateia zu beschäftigen. Das ist alles schon sehr lange her, dass ich damit begonnen habe. Ich war damals 16 Jahre und naja, es war ein trüber, regnerischer Herbstnachmittag. In Österreich gab es damals 2 Fernsehkanäle und so sippte ich als 16-Jährige gelangweilt zwischen den Kanälen hin und her. ORF 1, ORF 2 und umgekehrt. Und plötzlich kam eine ganz kurze Sendung von wenigen Minuten, die meine Aufmerksamkeit gefesselt hat und ja, man muss sagen, eingeschlagen ist und alles verändert hat. Weil da waren Bilder von verschiedenen Orten in Niederösterreich und dann stand Synagoge von da und dort. Und plötzlich stand da unter einem Bild von einem Haus Synagoge von Lahn-Dateia. Und mit meinen 16 Jahren konnte ich das fast nicht glauben, dass es in meiner Heimatstadt, die mir so vertraut war, eine jüdische Gemeinde gegeben hätte. Für mich als 16-Jährige war es so, dass ich dachte, eine jüdische Gemeinde, ja, die gab es in Wien. Wien war oder ist 80 Kilometer entfernt. Das war damals weit weg für mich. Ich war schon geschichtlich interessiert und wusste schon über die Zeit des Nationalsozialismus sehr gut Bescheid. Aber dass es in meiner kleinen Heimatstadt eine jüdische Gemeinde gegeben hätte, das kam mir ganz unglaublich vor. Lahn-Dateia, muss man wissen, ist eine sehr alte Stadt, aber hat heute 4.500 Einwohner. Vor dem Zweiten Weltkrieg waren es etwa 5.000 Einwohner. Und ja, ich ging dann natürlich als erstes zu meiner Familie, fragte meine Mutter und meine Großmutter, die aus einer alten Laher Familie stammen. Und man muss wissen, dass meine Mutter Jahrgang 55 ist und meine Großmutter ja ziemlich vor dem Krieg geboren wurde. Und beide wussten nichts, dass es in Lahr mal eine Synagoge gegeben hatte, dass es da mal eine jüdische Gemeinde gegeben hatte. Das war ihnen vollkommen unbekannt. Doch meine Großmutter erinnerte sich an ein Geschehen, das sie als wahrscheinlich 5-Jährige in etwa erlebt hatte, dass sie mit ihrer zweiten Mutter am Pfarrhof vorbeigegangen ist. Und da waren offensichtlich Leute eingesperrt. Und da war eine Szene, die sie mir erzählt hat, von einer Frau, die ein Baby hat, ein Säugling. Und für diesen Säugling hatte sie nur Papier, um das Kind einzuwickeln. Also keine Kleidung, nichts. Und irgendwie hat diese Frau das Kind den Vorbeigehenden gezeigt, in der Hoffnung vielleicht, dass sie ihr helfen oder so ihr etwas geben für das Kind. Und dadurch, dass meine Großmutter eben eine zweite Mutter hatte, die ja wieder aus dem Ort kam und da eben mehr oder weniger alleine auf diese zwei kleinen Kinder schauen musste,
hat sie sich nicht in der Lage gesehen, der Frau irgendwie zu helfen. Meine Großmutter dachte zu dem Zeitpunkt, dass das vielleicht die La-Juden gewesen wären, die sie da gesehen hat, hinter diesem Bretterverschlag. Es hat sich dann sehr, sehr viel später herausgestellt, dass das ungarische Juden waren, die in La Zwangsarbeit verrichten mussten, die aus einem Ort, ja, man verzeih mir mein schlechtes Ungarisch-Serbisch, der heute Spatka heißt oder sehr ähnlich, kamen und dort eben Zwangsarbeiter waren. Aber dieses Bild, das ich im Fernsehen gesehen hatte, das auch gar nicht aus La stammte, aber dadurch, dass da stand Synagoge von La an der Thaya, auch wenn das Bild irgendwo anders aufgenommen wurde, es war doch der Anstoß, dass ich mich beschäftigt habe, dass ich mir gedacht habe, das will ich wissen, das will ich herausfinden. Und das hat ja die nächsten Jahrzehnte meines Lebens geprägt, vollkommen übernommen in gewisser Weise. Und bis heute ist dieses Abenteuer, wie ich es manchmal auch nenne, noch nicht ganz zu Ende. Ja, wie gesagt, ich war 16 Jahre alt. Ich habe dann als erstes Verwandte, die eben älter waren als meine Großmutter und in La an der Thaya gelebt hatten oder in der Nähe, habe ich befragt, und es stellte sich wirklich heraus, dass es da einmal eine jüdische Gemeinde gegeben hat, über die man einfach nach dem Krieg nicht mehr gesprochen hat, die ja in gewisser Weise totgeschwiegen wurde. Und wie die Generationen sich wechselten, wurden diese Leute einfach irgendwann vollkommen vergessen. Niemand hat mehr nach ihnen gefragt, und das war's. Bis ich kam. Und in den frühen 90ern mich eben zu interessieren begonnen habe, und es dauerte nicht einmal ein Jahr, da war ich in Kontakt mit Carola, die in La an der Thaya 1925 geboren wurde. Und ja, dieses Fotoalbum, das ich hier habe, das waren früher Bilder, die in meinem Kinder-Jugendzimmer in La an der Thaya gelebt. Also ja, sie haben gelebt, diese Fotos, in gewisser Weise in meinem Jugendzimmer, also an der Wand aufgehängt waren, und die mich jetzt nach Fürstenfeldbruck begleitet haben in diesem Album. Und ja, die erste ehemalige Larin, die ich so gefunden habe, über einen alten Briefumschlag, das war die Carola, geborene Österreicher. Was für ein sprechender Name. Wir reden über eine Gemeinde in Österreich. Und sie hat mit 12 Jahren ihre Heimat in La an der Thaya verlassen müssen mit ihrer Familie, mit ihren Eltern. Hat dann einige Zeit bei der Familie des Vaters in Ungarn, Slowakei-Grenzgebiet, gelebt und wurde dann von den Nazis sozusagen wieder eingeholt. War in Auschwitz, war in Plaszow, und dann kommen wir wieder nach Bayern, denn sie war Zwangsarbeiterin gegen Ende des Krieges in der Nähe von Augsburg und wurde dann in Fellafing ins Displaced Person Camp gebracht, als der Krieg zu Ende war. Und ja, die Carola habe ich das erste Mal persönlich treffen können, als ja wieder so eine ganz wichtige Station in meinem Leben passiert ist. Da hat nämlich eine Jugendsendung des ORF, die damals X-Large hieß, gemeinsam mit dem Jüdischen Echo eine Jahresschrift, die in Wien auch heute noch erscheint, einen Schreibwettbewerb ausgerufen. Und ich habe damals einen
Aufsatz geschrieben zum Thema jüdisches Land der Tayer. Also die Redaktion hat dem damals, soweit ich mich erinnere, diesen Titel gegeben, Lügen in La. Und ja, es spielt eben darauf an, dass diese Gemeinde so lange verschwiegen war, nicht Thema war. Und mein Bericht handelt aber eigentlich, wie das Leben vor dem Krieg in La an der Thaya für die jüdische Gemeinde war. Weil, jetzt sage ich mal, darum ging es mir auch herauszufinden, wie war das Miteinander. Und wie sich herausstellte, war das Miteinander eigentlich ein gutes. Also die jüdischen Bewohner von La an der Thaya waren genauso integriert in Vereinen, haben einfach ein ganz normales Leben in dieser Kleinstadt geführt. Nur, dass sie einen anderen Glauben hatten, dass ihre Kinder in einen anderen Religionsunterricht gingen, dass sie zum Beten eben in die La-Synagoge, in dieses Bethaus gingen. Aber zurückzukommen zu meinem Besuch, der sich dann aus diesem Aufsatzwettbewerb ergeben hat, weil 10 Jugendliche wurden als Preisträger für eine Woche nach Israel geschickt, da war ich darunter. Und dann war es mir eben möglich, die Carola zu treffen. Und ich hatte damals ein Fotoalbum dabei. Da waren sehr, sehr viele alte Bilder aus La an der Thaya drin, Aufnahmen von Menschen und Plätzen, die ich mir von einem Herrn in Lahab abfotografieren dürfen, also historische Aufnahmen. Und ich habe das gezeigt und sie hat gesagt, also es tut ihr leid, aber die Fotos sind alle älter als sie. Sie kennt die Menschen darauf nicht. Und dann sagt sie zu mir, blätter nochmal zurück. Und dann ist da dieses Foto, das in einem der Laa Parks aufgenommen ist, eine Gruppe von Menschen. Am Rand steht eine Dame mit einem Schirm. Und sie sagt, das ist meine Mutter. Und man muss sich das vorstellen, dass jemand, der ja seit der Kindheit seine Eltern ja nicht mehr gesehen hat, weil die ermordet wurden in Auschwitz, als alte Frau, schon als Großmutter, dann plötzlich dieses Bild sieht, wo ihre Mutter drauf ist. Noch selber sehr jung, also selber noch zu einer Zeit, wo sie noch gar keine Tochter hatte. Das ist ja einer dieser Momente, der mich heute noch bewegt, an den ich immer zurückdenken werde. Ja, also ich kann sagen, dass diese Begegnungen mit diesen Menschen, die heute ja nur mehr in diesem Fotoalbum ja, existieren irgendwo, mich sehr geprägt hat, dass ich dadurch sehr viele persönliche Beziehungen, die mich auch sehr ja, beeinflusst haben, einfach ergeben haben. Und es war mir eben wichtig herauszufinden, wie das Leben dieser Leute vor dem Krieg in La war. Und da wurde es mir irgendwie ziemlich bald sehr bewusst, dass diese Kindheit, die ich in La verlebt habe und die sie in La verlebt haben, eine Zeit ist, an die sie das ganze Leben doch sehr gerne zurückgedacht haben, dass diese Orte ihnen sehr viel bedeutet haben. Und als ich die meisten angeschrieben habe, war ich sehr jung, also unter 20 überwiegend. Und man könnte sagen, in gewisser Weise ein Kind. Aber in all den Jahrzehnten war einfach niemand gekommen. In all den Jahrzehnten hatte niemand gefragt, was ist aus dir, was ist aus deiner Familie geworden? Und es hat ja bis Anfang der 90er gebraucht,
bis so ein halbes Kind kommt und endlich fragt. Und ich habe eine sehr große Offenheit erlebt, von Menschen, die mich sehr ernst genommen haben und die mir irgendwo, kann man sagen, ihre Geschichte, die Geschichte der Familie und auch in gewisser Weise ja, ihre Lebensgeschichte anvertraut haben. Und weil wir gerade bei Fotos sind und wie viel ein Foto bedeuten kann, möchte ich noch gerne eine andere Geschichte erzählen, wo es darum geht, dass sogar ein Foto ein Leben gerettet hat. Dieses Foto, das hier im Fotoalbum eingeklebt ist, zeigt Ernst Neumann als jungen Mann mit seiner Mutter und mit seinem Vater. Und man kann das so ein bisschen ahnen, also seine Mutter trägt ein Dirndl und der Vater, das sieht man eigentlich ziemlich gut, hat auf der Brust sehr viele Orden. Er war ein Offizier in der österreichisch-ungarischen Monarchie und als die Mutter stammte aus Landerteia und deswegen hat die Familie nach einigen Zwischenstationen dann auch in Landerteia gelebt. Und als dann Österreich zu existieren aufhörte, erkannte Ernst, dass es nicht mehr sicher war, dass er Österreich verlassen musste. Und es mussten ja alle Juden Landerteia verlassen. Also es war ja kein freiwilliges Weggehen. Aber die Eltern sagten, wir sind schon zu alt. Wir können nicht irgendwo neu anfangen. Außerdem, der Vater ist ja hoch dekoriert aus dem Ersten Weltkrieg, es wird uns nichts passieren. Aber wie es leider dann doch passierte, haben auch diese Eltern nicht überlebt. Und man kann sagen, dass eigentlich alle Menschen, wie ich sagen würde, der Elterngeneration, also Leute so ab 40 in etwa, nicht überlebt haben. Nur Jugendliche, die eben, wie zum Beispiel eben Ernst Neumann oder sein Cousin Kurt, irgendwie durch eine abenteuerliche Flucht noch Österreich, das ja nicht mehr Österreich war, verlassen konnten und weit genug weggingen. Das war auch noch ein Schlüsselwort. Nur die konnten überhaupt überleben. Von allen Leuten, die in Lagern waren, aus Lahr, hat nur eine einzige überlebt, nämlich Carola, deren Geschichte ich vorher kurz erzählt habe. Und dieses Bild, um wieder zu Ernst Neumann und zu seinen Eltern zurückzukommen, hat Ernst Leben gerettet, weil auf seiner Flucht wurde er von der Gestapo aufgegriffen. Und wie es nun mal war, wer einmal in den Händen der Gestapo war, der kam dann nicht mehr raus. Aber er musste seine Taschen leeren und da war auch dieses Foto von ihm und seinen Eltern. Und irgendwie muss dieser Gestapo-Mann, der ihn da verhört hat, eine Art Nostalgie, wie Ernst Neumann es später ausgedrückt hat, gegenüber der K&K-Zeit gehabt haben. Und als er dann gesagt hat, wer ist denn das auf dem Bild mit dir? Und er gesagt hat, ja, das ist mein Vater. Und der war eben Offizier in der K&K-Monarchie. Und man sieht es ja auch an den ganzen Orden, hat er gesagt, verschwind, aber wenn ich dich nochmal erwisch, dann gehst du nicht mehr. Und so hat dieses Foto ihm wirklich das Leben gerettet.
er konnte dann wirklich entkommen und hat dann sein Leben in Israel gelebt, wo er dann auch in die Fußstapfen seines Vaters getreten ist, beruflich. Ja, und ich habe dann 13 Leute aus meiner kleinen Stadt gefunden, die wirklich überall auf der Welt verstreut, auf allen Kontinenten, außer Afrika, eine neue Heimat gefunden haben. Und es haben sich dann aufgrund meiner Recherchen Leute wiedergefunden, die zwar in der Kindheit und Jugend sich gekannt haben, aber dann hier auseinandergerissen wurden und überhaupt nicht wussten, was aus dem anderen geworden war, ob er überlebt hatte und so weiter. Und es kam dann zu Treffen, es kam zu neuen Verbindungen zwischen Israel, Australien, Wien und verschiedenen US-Bundesstaaten. Und es hat auch für dieses späte Leben der Überlebenden durch diese neuen und alten Freundschaften, denke ich, ja, einen großen Ausschlag gegeben, was ich gemacht habe. Und ja, man sieht es auch auf diesen Bildern, man traf sich, man ging gemeinsam auf die Hochzeit der Enkelkinder und ja, es kamen die Erinnerungen von damals hoch und es ist wieder so etwas wie eine Gemeinschaft zusammengerückt in gewisser Weise. Um wieder zurückzukommen zu La und der Taya an sich. In La hat es ja schon im Mittelalter eine jüdische Gemeinde gegeben. Also genauso wie die Stadt La und der Taya sehr alt ist und man heute noch die Burg und die Stadtkirche aus dem Mittelalter sehen kann, wenn man in die Stadt kommt, so hat es auch schon im Mittelalter eine jüdische Gemeinde gegeben. Also es gibt Dokumente vom 1277, gibt es da zum Beispiel eins, wo König Rudolf den Juden in der Stadt bescheinigt, dass sie nicht Knechte sein sollen, sondern, wie er schreibt, in seinem Bürgerdienst beschlossen sei, also ein Bürger der Stadt sei, nicht als Knecht, nicht als Sklave dort leben in gewisser Weise. Natürlich mussten Juden höhere Abgaben zahlen, doch sie konnten ja dort leben und es gab eine jüdische Gemeinde, doch es gibt auch nicht nur, nennen wir es so, erfreuliche Nachrichten aus dem Mittelalter. Es gab auch zwei Pogrome aus dem Jahr 1294 und 1337. 1337 schwappte das Pogrom damals von Deggendorf in Bayern bis nach La und der Taya. Auf dem ganzen Weg gab es überall Pogrome, wo es jüdische Gemeinden gab. Also man kann das wirklich historisch nachvollziehen, dass das von Bayern wie ein Lauffeuer sich bis in diesen entfernten Winkel von Niederösterreich fortgesetzt hat. Aber es zeigt auch, dass die Überlebenden des ersten Pogroms wieder zurückgekommen sind, wieder in La und der Taya gelebt haben, wieder versucht haben, dort Fuß zu fassen. Und es gibt auch nach dem zweiten Pogrom ein Dokument, das die Steuer für die erhöhte Steuer für die Juden nennt. Und damit kann man davon ausgehen, dass die Überlebenden dieser Gräueltaten doch wieder an diesen Ort zurückgekehrt sind. Es hat dann aber jahrhundertelang keine, zumindest keine nachweisliche jüdische Gemeinde gegeben, weil La und der Taya war in diesen Kernländern der Habsburger Monarchie, wenn doch sehr am Rand, aber doch Teil dieser Kernländer, wo die Habsburger
die Ansiedlung von Juden unter Banden. Aber sehr nahe im heutigen Tschechien gab es sehr blühende große jüdische Gemeinden, wie zum Beispiel in Mikulov, das heute auch weltberühmt dafür ist, dass es den zweitgrößten jüdischen Friedhof Mitteleuropas heute noch hat, den man besichtigen kann. Und als dann 1848 Juden sich auch im heutigen Weinviertel ansiedeln konnten, kamen gerade aus Mikulov einige Familien und siedelten sich dort an. Viele davon waren Kaufleute, aber es gab in Landatheia zum Beispiel auch Carolina Broder, eine jüdische Zitterlehrerin, oder es gab einen jüdischen Anwalt. Und die jüdische Familie in der Stadt, ja, man kann sagen, sie waren durchaus als assimiliert zu bezeichnen. Also während dem Ersten Weltkrieg haben dann viele aufgehört, koscher zu essen, weil es doch eine sehr große Nahrungsmittelknappheit im Allgemeinen gab. Und aus den Jahren vor dem Zweiten Weltkrieg ist mir sogar eine Geschichte bekannt, dass ein jüdisches Mädchen aus Lahr einen Weihnachtsbaum wollte. Und ihre Eltern haben ihr auch diesen Wunsch nicht verwehrt. Die jüdischen Lahr haben wie die restliche Bevölkerung Deutsch gesprochen. Und es gab nur eine Familie, ein Ehepaar aus Lahr, die ja ziemlich, die sehr gebildet waren. Und die haben auch jiddische Literatur gelesen, was aber für diese Zeit wirklich außergewöhnlich war. Diese Familie, über die ich gerade spreche, das ist die Familie Jockel. Man sieht hier das Ehepaar, Ingenieur Karl und Emma Jockel, geborene Hauser, die in Lahr eine Schliwowitz-Fabrik betrieben, also Zwetschgenschnaps herstellten. Und auch diese Lahr sind umgekommen in Lager Theresienstadt. Aber ihr Sohn konnte flüchten. Er war einer der Jugendlichen, die es schafften, noch rechtzeitig ja, einfach aus dem besetzten Gebiet rauszukommen, der über Brünn und Prag dann später nach Israel kam, den ich auch sehr gut kennengelernt habe, den Felix Jockel, Dr. Felix Jockel. Das hier ist ein Bild von uns, das von der Bethesda Gazette aufgenommen wurde, als ein Artikel über meinen Besuch bei Familie Jockel dort erschienen ist. Ich habe im Rahmen dieses Besuchs dann auch einen Vortrag im Holocaust Memorial Museum in Washington DC und in der österreichischen Botschaft gehalten. So kam es zu dieser Aufnahme. Und ja, ich würde sagen, mit dem Felix war ich wirklich auch sehr, sehr eng. Das Foto zeigt uns, also mich mit dem Felix und seiner Frau am Potomac River bei Mount Vernon in den USA. Und dem Felix ist es auch zu verdanken, dass es möglich wurde, dass im Jahr 2005 in Landatheia ein Denkmal für die jüdische Gemeinde enthüllt wurde. Sein Sohn ist Architekt in Washington DC und hat das Denkmal entworfen. Und da es dieses Denkmal gibt, ist es jetzt nicht mehr möglich, ich hoffe für alle Zeit nicht mehr möglich, zu behaupten, dass es in Landatheia keine jüdische Gemeinde gegeben hätte. Denn in diesem Denkmal, das sozusagen gegenüber vom ehemaligen Bethaus steht,
sind all die Namen der jüdischen Familien aus Laan der Teier in Stein gemeißelt und es gibt auch zwei Bänke, wo man sich hinsetzen kann und verweilen, während man die Namen liest. Weil wir gerade auch noch bei der Synagoge angekommen sind, so habe ich hier auch noch etwas ganz Besonderes. Diese Sammelbüchse ist der letzte Gegenstand, der noch von der jüdischen Gemeinde in Laan der Teier existiert, von diesem Bethaus, von dieser Synagoge. Es ist zu mir gekommen, weil in den 90er Jahren war das Haus in einem sehr, sehr, sehr schlechten Zustand. Also es gingen Risse über alle Wände, das Haus war extrem baufällig. Es war auch nicht verschlossen. Wir haben trotzdem bei der Familie, der es damals gehörte, bei dem Ehepaar angefragt, ob wir denn in das Haus hineingehen dürfen, es anschauen dürfen. Und die haben gesagt, ja, und wenn sie irgendwas finden, was von der Zeit ist, dann können sie das auch haben, da haben wir kein Interesse dran. Das war allerdings leicht gesagt, denn dieses Haus war leer. Ja. Und man konnte, es gab zwei Eingänge, die gibt es auch heute noch. Einen Eingang zum Erdgeschoss, da war damals eine Gaststätte, die mit der jüdischen Gemeinde nichts zu tun hatte. Und einen Extraeingang, durch den wir heute hineingegangen sind. Und dieser Extraeingang führte direkt zu einem Stiegenhaus hinauf in den ersten Stock. Und als dieses Haus so wahnsinnig baufällig war, konnte man noch am abgefallenen Verputz erkennen, dass darunter mal Malereien waren, die für ein Wohnhaus vollkommen unüblich sind. Man konnte noch die ehemalige Bedeutung, die ehemalige Verwendung als Gebetshaus anhand dieser Wandzeichnungen erkennen, die eben unter dem abbröckelnden unter der abbröckelnden Farbe wieder hervorkamen. Aber wie gesagt, es war leer und es war vollkommen baufällig. Es wurde in der Zwischenzeit renoviert, aber nichts deutet heute auf die Verwendung als Bethaus hin. Und wie wurde dann die Sammelbüchse gefunden? Das werden Sie sich fragen. Also meine Schwester und ich gingen damals auch unter das Dach, wo auch nichts war. Aber man hatte lose Ziegelsteine zwischen die Wand und zwischen das Dach gelegt, dass eben keine Tauben hineinfliegen. Und eines dieser Ziegelsteine war die Sammelbüchse. Meine Schwester hat es erkannt, dass das kein Ziegelstein war. Und so wurde diese damals vollkommen verdreckte Sammelbüchse, die dort wohl Jahrzehnte gelegen ist, von uns gefunden. Ja, heute erinnert eben das Denkmal in Laan der Teier an die jüdische Gemeinde, aber seit 2010 erinnert auch in Israel, in Yad Vashem, der großen Holocaust-Gedenkstätte, im Teil der Gemeinden, die Inschrift von Laan der Teier daran, dass es in Laan der Teier mal eine jüdische Gemeinde gegeben hat. Also wenn man ins Teil der Gemeinden geht, findet man am Stein, der Österreich gewidmet ist, ganz unten die Inschrift Laan der Teier. Und im Jahr 2010 wurde mir auch von der Kultusgemeinde Wien die Marietta und Friedrich Thorberg Medaille für Ringen um Toleranz und Streben nach Menschlichkeit verliehen, als Ergebnis sozusagen meiner Arbeiten. Ich habe auch schon mehrere Male eine Webseite zum Thema jüdisches Laan der Teier selbst zusammengestellt. Zum 25-jährigen Jubiläum habe ich sie nochmal ganz neu aufgesetzt und so findet sich heute auch im Internet eine äußerst umfangreiche Webseite, die ich gestaltet habe, wo man noch sehr, sehr viel nachlesen kann über die jüdische Gemeinde von Laan der Teier
und Erinnerungen von Überlebenden. Eben an die Zeit, als sie in La aufgewachsen sind und an diesen Ort und an die Menschen, die dort ihr Leben ausgemacht haben. Heute ist es so, dass natürlich, sagen wir, das meiste herausgefunden ist über die jüdische Gemeinde von La an der Thaya und all die Menschen, die ich in den 90er Jahren als Überlebende kennengelernt habe, davon lebt nur noch eine einzige und die war ein Baby in ihrer Zeit in La an der Thaya. Also wer sich wirklich aus eigener Erinnerung an La an der Thaya vor dem Zweiten Weltkrieg, an das jüdische La an der Thaya, als Teil, geboren als Teil dieser jüdischen Gemeinde erinnern konnte, diese Menschen sind alle inzwischen verstorben. Es gibt keine Zeitzeugen mehr. Aber ja, ich hoffe doch, dass durch die Webseite die Erinnerung ein bisschen gewahrt bleibt, dass es möglich ist, auch heute noch das nachzulesen, was sie mir damals erzählt haben. Und auch heute passiert es noch vielleicht einmal im Jahr, dass mich jemand kontaktiert von irgendeinem Flecken auf dieser Welt, der sagt, ich bin ein Nachfahre oder ein entfernter Verwandter von dieser oder jener Familie. Können Sie mir dazu noch etwas sagen? Wissen Sie noch etwas? Können Sie mir noch ein Foto schicken von dem Haus oder von diesem oder von jenem? Also, auch wenn vielleicht es scheint, dass immer noch alles gesagt ist, so ergibt sich es doch immer wieder, dass das jüdische La an der Thaya heute noch in mein Leben kommt und ich noch mit den heute lebenden Nachfahren in Kontakt bin, dass ich auch dieses Jahr erst ein bisschen helfen konnte, dass eine Enkeltochter einer ehemaligen Larin den österreichischen Pass wiederbekommen hat. Und auch das bedeutet mir sehr viel, dass es einfach heute noch Leute gibt, die vielleicht auch erst jetzt entdecken, dass sie da eine Verwandtschaft haben, jetzt gerade vor kurzem bin ich kontaktiert worden aus England, die einfach merken, da war etwas in meiner Familie und da möchte ich gerne mehr darüber wissen. Und dann bin ich da und werde es immer sein. Ich habe jetzt in den letzten Jahren mich auch noch über ein anderes Thema sehr zu interessieren begonnen. Das ist die NS-Euthanasie. Und da möchte ich dann gerne in einem zweiten Video davon erzählen.